Und da sind wir wieder zurück zu Fallout. Ihr habt geschrieben, dass ihr gerne nachvortragen wollt da hinein und Kellogg zerstört werden soll. Dann mache ich das mal instant. Und da das hier übrigens das erste Video ist, das am 24. kommen wird, und zwar um 8 Uhr morgens, kann ich euch hier schon mal alles Gute wünschen, eine frohe Weihnacht. Und ja, man sagt ja oftmals einen guten Rutsch, aber ich sage jetzt hier nur eine frohe Weihnacht, weil der gute Rutsch noch kommt und ich den euch auf jeden Fall noch wünschen kann. Hallo? What the fuck? Hallo? Bewegung entdeckt. Bewegung in. Ja, Weihnachten. Es ist soweit. Der Weihnachtstag ist. Oh. Nett. Fast verpasst. Schusswaffen verursachen Dauer plus 5% mehr kritischen Schaden. Nee, nee, nee. Bitte zeigen Sie sich. Gegen Synth. Wie. Wow. Wo kommt denn die Piper jetzt her? Ist sie dumm? Ist sie da mal gut? Ist da jemand anwesend? Ja, hallo. Oh. Jo, moin. Mit eurem Geschützlos, ja. Fahren wir doch rein. Das sind die normalen Sins, die sind ja nicht so stark. Direkt mal räumen den Sack. Ihr habt geschrieben, ich soll mehr Dingenswaffen benutzen, mehr Energiewaffen. Dann werde ich jetzt gleich beginnen. Wartet mal. Gucken wir mal kurz rein. Haben wir Energiewaffen am Start? Ich glaube, die habe ich alle weggelegt. Kann das sein? Ja. Das muss ich dann noch ändern. Die habe ich. Fangt nichts an, was ihr nicht zu Ende bringen könnt. Ja, so sieht es nicht aus. Hab ich alle weggelegt, weil wir eigentlich ja noch keine starke hatten. Ich könnte jetzt natürlich so eine Pistole von denen nehmen, aber ich glaube, dass die nicht allzu stark ist, weil ich gegen die Synths. Nichtsdestotrotz sollte das passen. Ja, habt ihr schon. Oh. Habt ihr hoffentlich schon alle Geschenke zusammen für alles und jeden und kommt hoffentlich auch eure eigenen dann bald. Ich weiß nicht, wann ihr immer Bescherung macht. Bei uns war das eigentlich immer abends. Aber viele machen das ja, oder manche machen das ja auch so American Style am 25. glaube ich, oder so. Was ist man hier? Da kann nichts. Achso, halt. Das hier. Oder? Das hier war's. Vielleicht mehr Energie und Schadensresistenz, je niedriger deine Gesundheit ist. Dann auch noch ultra wenig wert. Das ist ja irgendwie Pillepalle, oder? Das ist zwar so ein Special-Ding, aber ein sehr kleines, billiges Special-Ding. Das brauchen wir nicht. Das sind ja viel zu gut. Oh shit. Scheiße, zweimal, dass er den Lampen da getroffen hat. Wir haben hier direkt einen Terminal. Wahrscheinlich kann man dann den Ding rufen, dann den Robocock. Es ist übrigens gerade ultra spät, deswegen kreische ich jetzt auch erstmal nicht so rum, wobei ich hier glaube ich eh nie wirklich viel. Kreische ich hier keinen so ein Ding. Geschafft. Alles klar, okay. So, Rechtsvollzug und Einheit aktivieren. Ja, mach das mal. Komm mal her. Eindringling in. Schnell weg. Oh nein. Warum geht das hier so weit runter? What the fuck? Müssen wir da unten durch? Da ist eine Markierung, eine Tür. Ist noch markiert. Okay. Ja. Cool. Ayo. Commonwealth, da geht's einfach ins. Ins Commonwealth. What the? Ich weiß nicht, ob das jetzt die Tür ist, durch die wir gehen müssen. Ich glaube schon. Wobei es sein kann, dass wir mittlerweile so viele. So viele Missionen haben, dass man nicht mehr sehen kann, wo die aktuelle hinführt. Das hatte ich schon ab und an, diesen Bug. Das passiert eben genau dann, wenn man zu viele Missionen hat. Kann passieren, dass man dann aktuelle nicht mehr angezeigt bekommt, beziehungsweise bei der man am nächsten eigentlich dran ist, die verschwindet dann oder es verschwinden mehrere. Falls ja, werde ich gleich ein bisschen ausdünnen. Ach, da ist der fuck. Kann ich das mal nehmen schnell? Entschärfen. Ich kann es nicht mehr entschärfen. Tesla-Bogen zerfickt mich. Hier. Bin ich schon leichter geworden, nicht wirklich? Oh, shit, das ist der Aufgegner. Alles klar. Alles klar. Alles gegen uns. Ist er tot? Ah ja, der ist down. Ja, ich gebe der Piper einfach gleich unseren gesamten Schrott. Piper? Hey. Komm mal her, bitte. Du, was macht die denn da? Ah, oh, jetzt habe ich noch diese scheiß Institutpistole. Pistölchen da aufgehoben. Ach, fuck. So, komm her. Nein!
kann ich brechen, wenn die dann fortlaufen. Schieß los. Warte da. Na, okay, ich bin hier. Komm schon. So. Piper, hier ist unser ganzer Schrott. Greift er einfach alles. Mal gucken, wie viel sie nehmen kann. Oh shit. Die nimmt einfach alles. Die nimmt einfach alles. Krass. Wo sind sie denn hin? Wo sind sie denn hin? Ich komm schon zu euch. Chill. Haben Supermutanten den Ort hier eingerichtet? Nee. Du hörst doch, wer uns hier bekämpft. Das müssen alles die Zins gewesen sein, dort im Zinserrechtshalt. Das ist vielleicht im Spiegel noch was. Oh, hahaha. Da ist ein Geschütz-Piper. Pass lieber auf, hörst du es nicht? Ich schieb einfach den dran. Krass. Bin die Piper, bin so ein bisschen behindert. Ganz leicht. Was machen die Soldaten hier? Achso, Moment, wo sind wir hier? Fort Hagen? Was machen die Soldaten hier? Shit, Mann. Hallo? Bewegung entdeckt. Sensor. Hallo? Oh, oh, oh. Oh, hat mir dieses Dingens gerade so Damage gedrückt? Ah, apropos. Jawohl, wir haben das Level Up. Wir müssen unbedingt unsere, das hier müssen wir verbessern. Genau. Ganz wichtig. Ich mache mal einen dicken Speicherpunkt noch. So. Ich will es direkt durchpacen. Das Geschütz ist stark. Das Geschütz ist saustark. Das macht irgendwie ultra viel Damage. Wir gucken schnell, dass wir was futtern. Hilfsmittel haben wir nicht noch. Jawohl, aufbereitetes Wasser. Und wir haben noch ganz viele geröstete Mylar. Und wir haben noch Kartoffelchips, okay. Wo ist denn das? Was ist denn das? Gebraten mit so auf Gott 13 Grad, edel. Ich esse Ratskorpionfleisch und wundere mich. Oh fuck, Piper, was hast du gemacht? Scheiße. Ich hab Piper die. Nee, Piper muss sterben, weil sie so blöd war und uns geblockt hat. Ach, nein. Und du? Ich kann nicht schießen. What the fuck? Ich kann nicht schießen. Nice. Wahrscheinlich ist Pipers Model. Das sitzt zwar, aber sie blockiert. Oh mein Gott. Oh, alles klar. Ja, da sind wir hin. Scheiße. Wir rechnen denn mit sowas? Eine Mine unter dem Teil. Das ist ja wohl lächerlich. Auf ein neues. Oh oh. Ach, scheiße. Ja, komm schon. Sorry, Piper. Das hatte ich nicht vor. Hier. Sack. Macht mir eigentlich fast gar nichts, ne? Schadenstechnisch ist es eher B-Shired. Ach, wisst ihr was? Haben wir nicht diese eine Nummer hier auf der 5 oder auf der 4? Hier auf der 4? Ja, das ist die Start, oder? Ajo. So, ist jetzt eine Mine? Nee. Na, jetzt machen wir das mal ganz gemütlich, die Sache hier. Crowbar. Okay. Snoo Snoo? Unusual war falsch. Haben wir hier noch, ihr wisst schon. Ach, jetzt ist ja wieder nichts dabei. Okay, Crowbar. Kurz Konzentration. Ja. Das ist jetzt zum Gelaufen. Hoppala. Hab nicht geplant, direkt rauszugehen. Carrier. Na, geil. Managers, aha. Calling. Na, super. So, Shadows. 1. Was sind jetzt diese Zusatzdinge? Da. Boom. Fallscheintrag entfernt. Und? Ja, ich habe übrigens jetzt im letzten Video angesprochen, die Zuschauerbindung. Ich denke. Krass, da ist nichts mehr dabei. Ich denke, es liegt vor allem. Einfach an ja, diversen Titeln oder auch Thumbnails, die sehr ansprechend sind, beziehungsweise halt jemand sucht nach einer gewissen Lösung und nach dem Titel her bietet wohl das Video des anderen, sehen sie ein 30-Minuten-Video und klicken sofort weg. Also das wird wahrscheinlich die Zuschauerbindung ebenso runtertreiben. Ich bin gerade hier völlig überfragt. Eigentlich können wir das Scheißding auch einfach einreißen, das ist ja direkt da hinten dran. Aber jetzt fuckt mich das doch. So, Blowing, also. Cool. Na also. Guck mal, Sicherheitstürensteuerung, Tür öffnen. So. Sieht's nämlich aus. Und.
Dann ist hier noch den Turm ausschalten. So, deaktivieren. Jetzt hat sich nämlich ausgeschossen, du Sack. Direkt mal speichern. Ich kicke hier irgendwelche Sachen rum. Was hat der hier für eine Wumme gehabt? Guck mal. Hä? Damit hat der geschossen? Mit so einer Kacke? Damit hat er mir so... Achso, nee, wir haben ja schon gesagt, das Geschütz war. Ich glaube... Nee, halt hier. Hier sind wir richtig. Ich glaube, dass wir hier richtig sind. Mit dem Fahrstuhl. An den Fahrstuhl kann ich mich erinnern, auf jeden Fall. Was ist hier schon? Ist da hinten noch was in dem Schrank? Oh, ein Kronkorken. Ich werde einfach mal den Ding hier hochfahren lassen. Und noch kurz was naschen. Habe ich jetzt das aufbereitete Wasser ist noch da. Haben wir doch den Skill? Den Skill haben wir schon gemacht, ja. Wir speichern kurz. Also ich glaube, wie gesagt, das ist hier der Fahrstuhl, aber lass uns noch kurz hier runtergehen und gucken, was hier los ist. Ich weiß, oder höchstwahrscheinlich kommen wir hier eben dann ins Commonwealth, was uns nicht viel bringt. Trotzdem sieht dieser Eingang, oder beziehungsweise Ausgang, mit diesem P, für Parking wahrscheinlich, so höchst nice aus. Viele für die gesammelte Ausgabe von Teslas Forschung erhältst du im Skill Teslas Forschung einen zusätzlichen Rang. Oh, nice. Mehr Schaden für Energiewaffen. Genau das, was ihr euch wünscht. Ich muss sie halt mal spielen. Was $35 so ein Heftchen kostet? Oder leck mich doch am Ärmel. Blast off to adventure. Das ist ganz schön teuer, oder? Für so ein Heftchen? Ja, okay, es ist tatsächlich... Checkpot, Jetpot, sehr, sehr gut, voll krass, OP-Tablett, gut. Ja, wir gehen wieder rein, wir wollen ja die Mission weitermachen. Aber seht ihr, hier hätten wir auch in Vortagen eindringen können. Das wusste ich jetzt aber zum Beispiel nicht, dass man da rein kann. Aber man merkt, wir haben diesen Bug, wir haben diesen Anzeige-Bug bei den Jobs. Wir bekommen das nicht angezeigt, den Fahrstuhl, der uns jetzt eigentlich in die richtige Richtung führt. Von hier bekomme ich sie nicht auf. Und das ist dann später unser Ausgang. Okay, läuft. Von hier bekomme ich sie nicht auf. Idee. Ja gut, wo war jetzt nochmal dieser Fahrstuhl, ne? Das ist jetzt halt auch die andere Frage. So, da sind wir. Tschüss, Pipes. Wir fahren weg. Baba. Nach unten. Ich denke, da unten ist eh gleich ein schnelles Speicher. Ah, sehr gut, das ist mir sehr... Oh, oh. Was ist das gehört? Ah, ja. Ist da jemand anwesend? Nee. Hey, da draußen ist was. Draußen. Und ich zerleg alle Sims. Oh, bitch. Get up my way. Oh, fuck. Boah, die ist so krass, die Wumme, ey. Voll die kleine Billigwaffe. Aber die haut rein, ohne Ende. Nice. Hab ich hier alles? Jawohl. Ich glaube, da müssen wir gleich weitergehen. Wir gucken. Hoppala. Nicht die Waffe wechseln, ne? Ich will die schon gerne behalten. Superkleber, sehr schön. Hier können wir ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Ja. Mal gucken, wie der Tag heute so verläuft. Ich bin, also jetzt am 24. werde ich nicht zu Hause sein. Also komplett den ganzen Tag und auch die Nacht nicht. Mit einer Haarnadel umgehen. Das wäre was, womit ich noch gut umgehen kann. Ja, also ich bin heute den ganzen Tag und die ganze Nacht weg. Komme dann erst morgen am 25. wieder heim. Und ja, da bin ich eigentlich auch beschäftigt. Dann. Ja. Oh. Das ist aber ein ganz großer Frechdachs, der Kellogg, oder? Kellogs. Ja. Ach. Ja, alle. Geschafft. Geschafft. Plus 6. Kann ich ja fast schon lassen. Kochplatte bringt uns auch das gewünschte Etwas. Wir sind jetzt gleich bei ihm. Aber irgendwo. Eingeweiden das Forts. Oh, wir haben fast keine Muni mehr. Shit. Tut mir leid, dass dein Haus seit 200 Jahren demoliert ist. Ja, mir tut das auch leid, ne? Das ist scheiße. Mhm.
Aber noch viel mehr brennt es in mir, dass du meinen Sohn geklaut hast und meine Frau ermordet hast, du Pisser. Verstehst du mich? Du räudiger Pisser. Ich komm dir schon auf die Schliche. Ich weiß, wo du bist. Irgendwo hier unten bist du, oder sag. Ich komm der hier. Hätte nie gedacht, dass du mal an meine Tür klopfst. Ja. Hab die 50-50 gegeben, es nach deinem Ziel zu schaffen. Dachte, das Commonwealth würde dir damit helfen. Nee. Schlagstock weg zu der Scheiße. Alter, Steady Aim des Jahrhunderts. Boah, da liegt er immer noch. What the fuck? Whoa. Okay, ich hab kein Aim mehr. Er hat uns also eigentlich so gut wie gar keine Chancen ausgerechnet. Gut, du bist angepisst, verstanden. Aber was willst du hier dann erreichen? Das wird überhaupt nichts bringen. Voll viele PCs. Ich will dich zerfisten, du Lurch. Ah, okay, da ist eh zu, wir müssen hier lang. Oh, ein Expertenterminal. Okay, was müssen wir da jetzt machen? Salvaged. Oh, 2. Cellular. Das könnte. Ja! Alter! Scheiße, ja! Deaktivieren. Türsteuerung, direkt die Tür öffnen. Kann ich jetzt... Oh mein Gott, kann ich jetzt die Tür hinter mir aufmachen? Oder hängt das jetzt... Tür-Fenstersteuerung. Scheint zu hängen, schade. Ha! Bergbauhelm. Flammenbrennstoff, was ist denn los? Ach komm, das wäre doch bestimmt die Tür gewesen, oder? Die ich jetzt hätte aufmachen können. Naja. Cool. Oh. Ganz viel Geld, cool. Und eine Haarklammer, schön. Stinkpacks, das sind die... Oh. Das sind die wichtigen Dinge im Leben, die Stinkpacks. Ach komm, Mademoiselle, mit Blocken. Wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich geht es da unten weiter und ich denke, damit liegen wir auch richtig. Ja, okay, das war's. Ist auch keine Falle oder sowas. Läuft. Auf, Kellogg. Jetzt müssen wir dich abziehen, du Sack. Hallo? Noch immer in einem Stück. Mal, noch immer in einem Stück. Was haben wir hier? Aha. Schreibmaschine. Ich nehme die jetzt halt mit. Die Piper kann das Zeug ja dann wieder nehmen. Die Schreibmaschine enthält scheinbar irgendwas, das wir brauchen. Nett. Ist hier ein Safe an der Wand? Nee, ist eine Uhr. Und die ist natürlich stehen geblieben. Klar, spricht nicht für die Technik. Ja! Gott, ich achte die ganze Zeit nicht auf Fallen, ne? Ich renne hier einfach rum, wie so ein Grasdackel. Ich könnte jederzeit irgendwo rein tappen und ich bin einfach weggesprengt. Kellogg lacht sich einen ab. Ladefunktion einfach entriegelt. Beziehungsweise versperrt so rum. Und dann sind wir halt kaputt, für immer. Mach's klar. Und Kellogg ist so ein Fuchs, der kann das. Ah. So. Ach komm. Ich guck mal, vielleicht nehme ich meinen Laptop mit, na scheiße. Da drüben spielt die Musik, hallo. Vielleicht nehme ich meinen Laptop mit, meinen kleinen, dann kann ich so ein bisschen Kommentare beantworten, zumindest morgen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das gebacken bekomme. Es ist halt, ne, bei der Familie meiner Freundin praktisch Weihnachtsfeier und so. Da werden wir eh die ganze Zeit, ja, da werde ich nicht dazu kommen, maximal dann abends, wenn es dann eigentlich Schlafenszeit ist. Mal schauen. Aber in letzter Zeit komme ich eh gar nicht mehr nach. Ich komme gar nicht mehr mit dem Kommentar kommentieren nach. Ich glaube, es ist für euch auch gar kein Problem, wenn dann mal ein Kommentar einen Tag lang unbeantwortet ist. Shit, Mann, hier sind so viele... Warum sind hier so viele Wege? Ah. Jawohl. Passwort zur Waffenkammer. Danke und ein Superkleber. Ja, moin. Sehr schön. Pipi. Geh weg. Es ist gerade so viel, also ich habe auch gerade so viel einfach um die Ohren, halt jetzt speziell mit den Feiertagen, aber dann auch noch so alles andere. Ihr wisst ja mit der Vive die Sache. Oh, perfekt, du hast aber Energiewaffe, wir müssen unbedingt Energiewaffe mit uns führen. Sensor meldet feindliche Präsenz. Nee, das stimmt nicht. Lügner. Ja, die hat jetzt hier Vive. Ich habe jetzt schon eine Aufnahme damit gemacht, geschafft. Also einige Testaufnahmen und eine richtige Aufnahme, die auch dann, keine Ahnung, heute, nee, morgen online kommt oder so.
Und das ist einfach, das ist eine geile Sache, aber das dauert halt einfach so ein bisschen seine Zeit. Es braucht seine Zeit, ne, sich da reinzuarbeiten und das alles so einzustellen, dass es halt auch funktioniert. Haben wir vielleicht für die wieder Munition? Ne, für die hier haben wir die. Ja. Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich die auch mit Ding fisten könnte. Mit der. Natürlich, wenn ich gar nicht treffe, dann wird es. So. Zumindest mal. Ich glaube, ich muss die Ding mitnehmen, ne? Ich muss mir diese Institutpistole jetzt mal mitnehmen, sonst haben wir gleich nicht genug Munition am Start. Wo ist denn der andere, der die Piper gerade angegriffen hat? Hier hinten oder was? Weiß nicht, wo die gerade war. Ich nehme die mal in die Hand, die Institut-Scheiße. Ah, das Radiumgewehr ist ja einfach. Hat aber auch nicht so viel Munition. Oh ja, dafür haben wir 880 Schuss. Das nehme ich jetzt halt mal mit. Wir können es jetzt halt gerade nicht mehr bedäseln, also irgendwie, ne? Stärker machen. Du hast Mumm und bist entschlossen, das bewundere ich. Es tut Gewehr. Aber du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr du dich hier übernimmst. Laber nicht, Mann. Ich bin der König im Ring. Zack. Ja, das hat jetzt wieder keinen Zusatz. Wie schnell schießt das Ding? Auch wenn man nämlich das Gewehr. Ja, nehmt euch mal das Ding her. Gönnt euch sowas mal. Piper, schießt du ruhig ein bisschen weiter. Ah, der ist halt ultra kritisch unterwegs, der Kollege hier. Erbärmlich. Hallo, ich bin saugut am Start, Piper. Schieß vielleicht mal ein bisschen mehr auf den, anstatt dich zu verstecken. Erbärmlich, sagst du, versteckt sich. Ja, das ist vielleicht eine Dirne. Der wird hier direkt wieder kotzen. Dreh's mir nicht. 70! Wow. Ihr habt vollkommen recht, die Dinger sind ja der Hammer. Gehen brutal. Doch ist es nicht zu spät. Ja, aber nett, er hat Angst. Hör auf und geh. Gleich ist er genuddelt. Ich mach jetzt die Tür auf und jetzt komme ich zu dir rein, du Schwein. Du kannst noch gehen. Jetzt kannst du noch gehen. Bla bla. Ich mache gerade diese Geste mit meiner Hand. So bla bla. Meint, ich hätte irgendwie Angst vor seinem Scheiß. Ich komme da gleich Ski. Und weh, mein Sohn ist nicht da. Dann schüttel ich dir aber mal eine an den Kopf dran. Das glaub ich dann aber. Ja, Stinkwechs. Ja, gut. Was ist denn hier hinten dran? Wir hätten jetzt aber hier in diese Kammer nicht schon von der Seite irgendwie kommen können, oder? Nee. Cool. Ich würde sagen, hat auch Klack gemacht. Leck mich am Ärmel. Geh mal durch die Tür. Geh wieder aus der Tür. Ach shit, den Fatman, den kann ich jetzt echt nicht. Automatische Laserpistole. Die ist aber nicht stärker, ne? Piper. Piper. Hey. Was kann ich für dich tun? Achte nicht auf die Unordnung. Wenn ich den Fatman jetzt gebe, rastet sie aber nicht aus, oder? Und schießt damit irgendwie um sich. Das wäre sehr zu unserem Nachteil. Oh mein Gott. Sowas müsste man eher noch integrieren können in solche Spiele. Diese, ich weiß nicht, Kollisionsabfrage bei, ja, doch bei ihm. Ja. Also. Kollisionsabfrage bei den Mates. Dass man, ja, nicht einfach so brutal geblockt werden kann. Man kann ja auch von Dogmeat wirklich in den Tod geblockt werden. Und das sollte irgendwie anders gehen, dass die Figur merkt immer, wenn sie so eine halbe Sekunde oder bis eine ganze Sekunde eben angerempelt wird vom Spieler, dass sie sich dann so schnell wie möglich aus dem Weg begibt. Nicht, dass sie jetzt zwingend irgendwo reinbackt. Wobei ich es gar nicht schlimm fände in so einem Fall, wenn sich die Figur einfach dann ganz kurz, also die andere Figur, die mich blockt, mit die sich einfach zum Endblocken kurz in die Wand reinbacken würde oder irgendwie so. Solange sie auch wieder rauskommt und dann nicht Jahrzehnte hängt und man das Spiel praktisch neu starten muss. Die Sachen hier sind sicher in besserem Zustand als alles, was auf dem Markt ist. Okay. Wurden zumindest weniger benutzt. Piper, guck mal, nimmst du mal den Ding mit? Ach, jetzt habe ich ihn eingepackt. Naja. Gut. Medizinkoffer! Du hast es geschafft. Was geht denn hier ab? Leute. Sieht ja wie ultra krass die Sachen aussehen. Wie schön. Meine Sünden tun dir nichts. Reden wir. Weißt du, es kommt da angekrochen. Meine Sünden tun dir nichts. Ich komme rein und reiß dir irgendwas ab. Hey. Du Pisser. So. Hier ist noch der Schrott. Pipe.
brauchst den ganzen Scheiß. Das ist wichtig zufällig, das musst du. Na, also ich kann nicht mehr tragen. So, einmal brutal speichern, dann gehen wir ran an den Ballsack, an den kleinen Verschissenen. Ihr habt geschrieben, ich soll Kaugummi kauen, das mache ich jetzt direkt. Das würde dann helfen, ne, beim... Da ist er also. Der unverwüstlichste Mann des Commonwealth. Warte mal kurz. Das will ich kurz überprüfen. Was? Kaugummi. Irgendwie? Oder war das so ein Scherz? Also, ich weiß, dass es Mentons und sowas gibt, ne? Die dann bei Überzeugungs- oder bei Konzentrationsarbeiten helfen, aber... Lustig. Ich dachte... Warte mal, ich trinke noch das Wasser her. Aber das wäre ich. Hier sind wir also. Schon lustig, oder? Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich bin eine Marionette wie du, Kumpel. Nur, dass meine Bühne größer ist. Sean ist ein guter Junge. Ein wenig älter, als du dachtest, stimmt's? Aber es geht ihm gut. Nur, er ist nicht hier. Er ist bei den Leuten, die die Fäden ziehen. So, so. Raus damit! Sag mir, wo er ist, verdammt nochmal! Okay. Das hast du dir wohl verdient. Sean ist in einem guten Ort, an dem er sicher ist und geliebt wird. In seinem Zuhause. Im Institut. Dude. What? Also, wo ist es, dieses Institut? Wie komme ich dorthin? Hast du denn nicht aufgepasst? Man findet das Institut nicht. Das Institut findet dich. Man macht den Schrank auf und es ist nur ein Schrank. Man findet nie das Monster darin, bis es einen eines Tages anspringt. Aber wir haben jetzt lange genug geredet. Wir beide wissen, wie das hier enden muss. Also, bereit? Sarkastisch. In 100 Jahren, wenn ich dann endlich sterbe. Oh nein! Oh, ich hab's irgendwie nicht gelesen. Soll ich jetzt nochmal laden? Gott, jetzt habe ich diesen Moment einfach verhuddelt. Sorry, ich lad schnell den Lauf durch, drück mich durchs Gelabere und mach dann das nochmal. So, ich komm jetzt. Ich bin da. Hallo. Da ist er also. Unverwüstlichste ja, Mann des Kammers. Psychopathischer Mörder und Entführer. Oh. Also gleich ran. Dein Sohn. Aber wenn du... So, aus damit. Mir, wo er ist. Okay. Schon. Da? Wie also, wo ist... Man macht den... Hello, aber wir haben jetzt lange genug... So. In 100 Jahren, wenn ich dann endlich sterbe, komme ich hoffentlich in die Hölle, damit ich dich immer und immer wieder umbringen kann, du Stück Scheiße. Okay, oh, ich wollte doch direkt mein Inventar. Oh Gott, was? Ne, halt, das ist nicht unser Life, oder? Ich kann sagen, wir sind jetzt nicht fast tot. Wir nehmen trotzdem mal vorsichtshalber ein Stinkpack, ein kleines. Ne, wir nehmen das Wasser. Und jetzt nehmen wir wie üblich unser Jet. So. Nein, du machst dich. Nein. Sack macht sich nicht gut. Das ist eine richtige Ratte. Okay. Wir nehmen ein weiteres Jetline. Oh nein, ich habe das doch gar nicht nachgeladen. Na Keller, wie gefällt dir das? Findest du das nice irgendwie? Wie gefällt dir das? Oh fuck. Ja. Ha! Baba! Baba! Also, oh, die leben noch, die zwei Säcke leben noch. Unwahrscheinlich. Nicht so unwahrscheinlich. Boah! Global Aim! Ey, ich... Hast du das gesehen, wie ich Piper? Jetzt beruhig dich doch mal. Weißt du, legt sich direkt hin. Ich bin getroffen. Pipes, wir haben gerade den Ultra-Pimmelmörder gekillt und legst dich hin. Das ist lächerlich, was du machst, weißt du das? Das ist ja Sicherung. Ah, nice, nice. So, Piper, jetzt gucken wir uns hier mal an. Er hat ein Terminal-Passwort. Er hat einen kybernetischen Gehirnverstecker. So viel Technologie. Filter in du warst da kaum noch ein Mensch. Oh, gut. Nice. Splittergranat! Ich kann das nicht schreien, es ist schon zu spät. Und ein Stealth-Boy. Was hat er denn da alles für eine kybernetische Scheiße? Ist sein Kopf auch kybernetisch oder wie? Oh shit, wie dumm gelaufen ist das denn? Ein Rekorder hat er hier und noch mehr Stinkpack. Oh lol. Perfekt. Voll. Er hält das Holoband-Spiel Pip-Boy. Voll. Sensor. Oh ja, Leute, hier ist so viel Zeug. Und hier ist sein Terminal. Das ziehen wir uns jetzt noch rein. Hoppala. So. Dann haben wir das Passwort.
Was hat er denn hier so stehen? Zugriffsprotokolle anzeigen. Zugriffslokal, Login-Kellogg. Anmerkungen: haben den Jungen namens Sean erfolgreich am Institut abgeliefert. Bezahlung erhalten. Haben neue Befehle erhalten, sollen Deserteur aufspüren. Verstärkung ist versammelt. Vor Tagen gesäubert und gesichert. Brechen bald auf. Die sollen den Deserteur aufspüren. Okay. Sicherheitstürensteuerung öffnen. Das war's schon. Sonst steht ja nichts Wichtiges mehr drin. Das ist ja wirklich nur eine Lächerlichkeit, oder? Ah jo, das war's. What the fuck? So ein Dreck-Ace. Komm, noch ein Ding nehmen. Kann ich nicht jetzt. Naja, gut. Soweit, so gut, Leute. Ein besinnliches Fest. Bis dann. Ciao, ciao.